Nominiert für den WTT Young Leader Award für Managementkonzeption sind Projekt Bueller China – Business Process Model for a Customer Service Management System. Wir haben 3 Prozesshandbücher entwickelt. Das erste befasst sich mit dem Eröffnungsprozess von so Servicestationen. Im zweiten wird die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt, vom Bestelleingang bis Logistikprozess. Und im dritten geht es spezifisch um Verkaufsförderung vor Ort. Im vorliegenden Projekt mit Bueller China ist es ausgezeichnet gelungen. Das Team hat sehr selbstständig gearbeitet und man musste gelegentlich lenkend eingreifen, aber es war auch wirklich eine Freude, zusammenzuarbeiten, den Team-Spirit zu spüren, die Eigendynamik, das Engagement des Teams, war wirklich eine Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir sind über mehrere Mal besucht worden von der Fachhochschule St. Gallen, wo das Projekt uns vorgestellt hat. Und wir haben gesehen, dass es eine gute Opportunity ist, um etwas anzupacken, was uns auf den Nägel brennt, aber wo wir selber nicht die Möglichkeit oder Zeit haben zu machen. Mit Cornel Müntner, Projektleiter. Fabian Gemperle. Jonas Mattes. Von der Tongxi University Shanghai, Aijing Helen Ding. Yating Wang. Xiaoping Milai Chu. Projektcoachs Professor Dr. Wilfried Lux und Professor Ming Yao. Kundenseitige Projektleitung Dieter Vögtli von Bueller China. Die Bueller AG ist seit 1982 in China tätig und beschäftigt dort heute rund 3000 Mitarbeitende. Das Headquarter von Bueller China and Southeast Asia steht in Wuxi in the Greater Shanghai Area. Das Unternehmen hält in China und weltweit führende Marktpositionen bei Produktionsanlagen für die Mehl-, Pasta- und Schokoladenherstellung sowie für die Futtermittelverarbeitung. Die Bueller AG will strategisch weltweit das Wachstum des Servicegeschäfts beschleunigen. Bueller China beauftragte das chinesisch-schweizerisch gemischte Studierendenteam, Prozesshandbücher für die Expansion und den operativen Betrieb des Servicegeschäfts spezifisch für den chinesischen Markt zu konzipieren. Projekt Rieter China – Apprenticeship and Skill Training Program for Blue Collar Workers. In unserem Projekt haben wir Rieter China als Kundschaft gehabt und es ist darum gegangen, ein Ausbildungs- und Trainingskonzept zu erstellen. Auf der einen Seite haben wir speziell mit dem Projekt die Erwartungen der Auftraggeberschaft nicht nur erfüllen, sondern gar übertreffen. Und der zweite Aspekt, sehr wichtig, ist, dass wir mit den Studierenden hier Schulzimmer, das Klassenzimmer verlassen können. Dass wir hier nicht einfach nur an einem theoretischen Fall arbeiten, sondern rausgehen zu der Kundschaft, an richtigen Problemstellungen arbeitet mit richtigen Leuten. Mit Daniel Ritter, Projektleiter. Melanie Geldhauser. Sabrina Heller. Von der Tongji University Shanghai, Dong Dai. Jing Su. Mengshi Chu. Projektcoach Matthias Kleiner und Professor Ming Yao. Kundenseitige Projektleitung Bernd Leyendecker von Rieter China. Rieter ist mit 4.700 Mitarbeitenden ein weltweit führender Anbieter von Textilmaschinen und Textilmaschinenkomponenten. Seit 2005 operiert Rieter China Textile Instruments mit heute rund 800 Mitarbeitenden im Raum Shanghai direkt für den gesamten chinesischen Markt.
Rieter China entwickelt derzeit Strategien und Konzepte, mit hochqualifiziertem Personal im chinesischen Markt rasant wachsen zu können. In diesem Rahmen beauftragte Rieter China das chinesisch-schweizerisch gemischte Studierendenteam auf Basis des erst zu analysierenden chinesischen Bildungssystems ein auf Rieter China abgestimmtes Aus- und Weiterbildungsprogramm für Blue-Collar-Workers zu entwickeln. Projekt SN Energie AG – Kennzahlen-Cockpit zur Steuerung von Energiebeteiligungen. Dieses Projekt hat sich befasst mit einem Kennzahlen-Cockpit zur Steuerung der Energiebeteiligungen der SN Energie. Und wir haben für die Kundschaft einen Rahmen erstellt, wo sie können, das Controlling mittels Kennzahlen für ihre Energiebeteiligungen machen können. Da hat das Team wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Da musste ich als Coach keinen grossen Beitrag leisten, weil die haben sich so dahinter gesetzt und haben mit ihrer Leidenschaft versucht herauszudüfteln, wie man jetzt wirklich ein super Tool, das enorme Features auch hat und anwendbar ist, auf beide Stellen. Wir haben in der Vergangenheit schon mit der FAS gearbeitet und haben immer gute Erfahrungen gemacht und haben darum auch diesen Auftrag wieder der Fachhochschule vergeben. Und das Resultat bestätigt uns in dieser Entscheidung. Mit Stefan Zehnder, Projektleiter. Christian Frey. Andreas Granditz. Alexandra Juth. Christian Kressig, Christian Staber, Projektcoach Professor Dr. Markus Hauser, kundenseitige Projektleitung Adrian Inauen von der SN Energie AG. Die SN Energie AG mit Sitz in St. Gallen ist ein überregional tätiges Versorgungsunternehmen, das kommunale und städtische Energieanbieter mit elektrischem Strom beliefert. Dazu betreibt sie eigene Kraftwerke und hält diverse Beteiligungen verschiedener Energiearten. In den nächsten Jahren soll das Beteiligungsportfolio insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energie wachsen. Die SN Energie AG schickte das FAS Praxisprojektteam mit dem Ziel auf die Reise, ein Kennzahlencockpit für eine typische Beteiligungs-AG der Strombranche mit allen relevanten Kennzahlen zu bauen. Die identifizierten Kennzahlen sollen sowohl für die einzelnen Beteiligungen als auch für das gesamte Beteiligungsportfolio der SN Energie anwendbar sein. Das Amt für Wirtschaft des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Managementkonzeption den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Juryurteil.